Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser heute am Sonntag. Ihr seht, es ist mal wieder Sonntagmorgen und ich drehe für euch nochmal eben kurz einen Teil ab. Und zwar geht es sich heute wie angedroht um die Dosierpumpe, hier unten im Bild zu sehen. Wie es geht, wie man sie einstellt, wo man drauf zu achten hat, wenn man sie installiert, das erzähle ich euch gleich nach dem kurzen Intro. Bleibt dran, bis gleich! Ja, Leute, ein paar kleine einleitende Worte zum Thema Dosieranlage, warum, weshalb, wieso. Also, unsere Dosieranlage ist nicht nur das technische Spielzeug, was wir on top draufsetzen, damit wir dann wieder was zum Spielen haben. Nein, es ist im Endeffekt dafür da, uns das Leben natürlich zu erleichtern und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass wir Stabilität im Becken haben. Ganz einfaches Beispiel. Ich sage jetzt mal, jeder von uns ist berufstätig in irgendeiner Form und hat wahrscheinlich nicht immer Zeit, mal eben die entsprechenden Mittelchen ins Becken reinzukippen. Und beste Beispiel meinetwegen ist KH. Dieses Becken hier hat einen KH-Verbrauch am Tag von knapp 350 oder 400 Milliliter. Und das ist mittlerweile so viel, dass man das nicht alles auf einen Schlag reinkippen kann und sollte, weil das dementsprechend schlecht für einige Korallen ist. Beziehungsweise der KH sinkt ab und dann wird er schlagartig wieder erhöht. Das ist nicht gut für die Korallen. Hier sieht es so aus, ich habe glaube ich 7 oder 8 Dosierpunkte über den gesamten Tag verteilt und gebe immer wieder ein bisschen KH dabei, um das Level zu halten. Somit haben wir eine Grundstabilität drin und das ist im Endeffekt dann auch Sinn und Zweck einer Dosieranlage, diese Stabilität auf einem relativ gleichen Level zu halten. So, wie ihr wisst, habe ich hier die Evo 4 von Aquamedic verbaut. Wir haben hier oben die entsprechende Dosiereinheit, die sich übrigens auch dann noch um weitere 4 Einheiten erweitern lässt. Und wir haben hier unten, so an einer längeren Strippe, haben wir den Controller. Und beziehungsweise das Eingabepanel. Finde ich eine geile Sache, weil man das Ding vernünftig in die Hand nehmen kann. Man kann alles andere sauber verlegen. Die Anlage ist hier schön fest verbaut, sauber verlegt und ist in meinen Augen eine klasse Sache. Was natürlich auch recht geil ist und was auch garantiert demnächst kommen wird, vermute ich mal, sind die Wi-Fi-Versionen. Dann hat man, ich sag mal, das Problem hier mit dem Panel bzw. mit dem Eingabegerät nicht mehr, dass man da ständig dran muss. Die Jibaos haben diese Panel zum Beispiel obendrauf. Und ja, das ist dann eben lästig, sich die Anlage immer wieder in die Hand zu nehmen und dann daran rumzudrücken, das ist klar. Aber ich finde die Lösung hier schon mal sehr gut und ich komme damit auch super klar. Und grundsätzlich sollte man bei der Installation darauf achten, dass dieses Gerät ja, ich sag's mal, sauber irgendwo verbaut ist. Einige Hersteller gehen hin und sagen, hä, die darf nur waagerecht verbaut werden. Sollte man sich dann vielleicht dran halten, weiß ich nicht. Ich habe es damals mit der Jibao nicht gemacht. Ich habe die an die Wand verbaut und die hat genauso gut funktioniert. Das ist meine Erfahrung. Das ist kein Hinweis, dass man das machen soll. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Also ich habe keine Nachteile festgestellt. Was jetzt im Endeffekt wichtig ist, wo wir auch gleich drauf eingehen werden, ist die Kalibrierung. Bei der Kalibrierung sollte das Gerät auch laut Herstellerangabe waagerecht stehen. Es kann sich dann natürlich, wenn man es anders montiert hat, im Nachhinein vielleicht auch tatsächlich auf die Menge auf die Dosiermenge auswirken. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, habe ich nicht überprüft. Wichtig an der ganzen Sache ist, dass die Schläuche A sauber verlegt sind. Ich habe sie hier mit Kabelbindern zusammengehalten und zwar immer nur ganz fein und ganz grob, nicht zu fest zusammenbinden, dass die entsprechenden Schläuche zusammengedrückt werden. Dann haben wir ein Problem anschließend, dass die Mengen nicht mehr stimmen und dass auch die Köpfe zu sehr arbeiten müssen. Und zudem sollte man darauf achten, dass der Weg von der Ansaugseite bis runter zu den Kanistern so kurz wie möglich ist.
um einen entsprechenden Rücklauf zu verhindern. Okay, mittlerweile sind hier oben anstatt, ich glaube damals haben die Köpfe mit zwei Rädern gearbeitet, heute laufen grundsätzlich immer drei drin. Also da ist eigentlich das Problem des Rücklaufs. Also ich habe es bei dieser Anlage nicht mehr erlebt. Ich hatte vorher eine andere Anlage, ich weiß jetzt gar nicht mehr welcher Hersteller das war, die hatten nur zwei Köpfe. Und da kann es dann natürlich schon mal passieren, je nachdem wie diese Laufköpfe stehen, dass dann die Flüssigkeit zurückläuft. Nach Möglichkeit sollte die Anlage auch grundsätzlich immer über dem Wasserlevel sein, wo dann dementsprechend zugeführt wird. Das ist eine Philosophie von mir, weil ich will nicht, wenn irgendwas zurücklaufen würde, in welcher Form, dass das hier dementsprechend auf die Anlage zurückläuft. Und was hier bei der Evo 4 ist, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Jibao oder ähnlich ist, dieser Pumpenteil sollte nach Möglichkeit da verbaut werden, wo es, ja, ich sag mal, kein Spritzwasser oder ähnliches drankommt. Gut, zu der Führung hier. Also das ist ein komplettes Bündel, was jetzt rüber geht in den hinteren Teil. Und hier auf der Seite des Beckens, hier hinten runter kommt, ich blende euch da jetzt gleich nochmal ein Bild ein, wie ich das gemacht habe. Ich habe da mir von einem Bekannten dementsprechend Aufhängung bzw. Führung für die Schläuche drucken lassen in einem 3D-Drucker. Es gibt aber auch schon fertige Sachen bzw. Halter zu kaufen, die einfach nur oben auf die Scheibe aufgesetzt werden, wo die Schläuche oben eingespannt werden, fertig und gut ist. Ich wollte halt die Variante, die ich euch da eben eingeblendet habe, haben, damit ich eine vernünftige Führung habe. War ein Tick von mir. Gut. Kommen wir jetzt zu der Sache, die eigentlich unter anderem ganz wichtig ist, und zwar zum Kalibrieren dieser Anlage. So, ich habe jetzt hier schon mal ein kleines bisschen vorbereitet und ein paar Schläuche freigelegt. Teilweise gehe ich auch hin und packe hier oben noch zusätzlich, wie man hier zum Beispiel sehen kann, Kabelbinder noch drum extra, damit das gehalten wird, richtig gehalten wird. Die muss ich teilweise noch mal nachziehen. So, jetzt habe ich natürlich hier das große Problem, dass ich, sag mal, keine farbigen Schläuche benutzt habe. Es gibt da farbige Schläuche für. Ich war da jetzt zu faul zum Bestellen, das auszumessen und. Ich habe mir einfach Silikonschlauch genommen. Wir haben einmal hier auf der linken Seite die Ansaugseite. Die kann ich abziehen und dann läuft mir das Ganze wieder zurück. So, und wenn ich jetzt richtig verbaut habe, ich packe den jetzt mal hier raus. Das ist ja mein Auffang, dann müsste jetzt hier eigentlich nichts mehr rauskommen. Das tut es auch nicht. Es läuft zurück ins Becken. Das heißt also, ich habe von hier aus bis zu meinem Dosierpunkt ein entsprechendes Gefälle. Muss mir jetzt keine Sorgen machen. Also, das ist die rechte Seite. Das ist die linke Seite. Das muss ich mir jetzt merken. Und jetzt kommen wir erstmal dazu, was in den entsprechenden, ich sage es mal, Bedienungsanleitungen hier und da fehlt, dass die Schläuche für die Kalibrierung nämlich befüllt sein sollten. So, da der Zustand, den wir grundsätzlich haben, grundsätzlich ist, dass in den Schläuchen immer Flüssigkeit drin ist, stellen wir ja auch die Menge ein, die die Anlage im Endeffekt bei befüllten Schläuchen raushaut. Also je länger das Ganze hier ist und leer wäre, desto länger würde das Ganze auch dauern. So, jetzt habe ich das Ganze dementsprechend hier so angeschlossen. Jetzt machen wir das Ganze mal hier so. So, bei der Evo ist es jetzt so, dass ich hier über die Pfeiltasten einmal einen manuellen Modus abrufen kann und den Korrekturmodus. Der Korrekturmodus ist das Ganze fürs Kalibrieren. Aber da wir den Schlauch jetzt erstmal füllen wollen, gehe ich in den manuellen Modus für die Pumpe 1 und lasse die Pumpe 1 laufen und sehe jetzt hier auch schon, dass sie ansaugt. Schlauch ist befüllt oder wird befüllt und ich warte, bis es tatsächlich im Endeffekt hier hinten rauskommt. So, jetzt kann ich hingehen und das in meinen Messbecher reinpacken. Ich hoffe, den sieht man da so einigermaßen. Das ist natürlich. So, dann gehe ich über Escape hier wieder raus. So, gehen wir noch mal ins Menü rein. Also,
209 hat die Pumpe im Vorfeld gebraucht und jetzt gehen wir hin und starten die Kalibrierung, indem wir den Pfeil nach oben drücken. Und ihr seht, da hinten fängt es an zu laufen und der Zähler läuft hoch. Um das Ganze wieder zu stoppen, muss ich wieder hier oben auf die Taste drauf drücken, aber ich lasse das Ganze jetzt mal hier laufen und wir warten jetzt mal kurz ab, bis die 100 Milliliter Das ist der Wert, der jetzt eingestellt wird oder ist. Und ihr seht einen Unterschied von so knapp 20 Sekunden. Das kann im Endeffekt jetzt daran liegen, dass die Pumpe sich eingelaufen hat, jetzt besser läuft. Und das ist unter anderem auch der Grund, warum wir das Ganze regelmäßig überprüfen sollten. So, jetzt gehen wir hin und bestätigen das Ganze. Und wenn wir jetzt nochmal in diese Pumpe reingehen, dann sehen wir auch, da ist der entsprechende Wert gespeichert. So, um nochmal kurz zu zeigen, okay, das wackelt jetzt ja alles. Ja, das sind dann die 100 Milliliter, so wie sie sein sollten. Und das mache ich jetzt mit den anderen drei Pumpen und blende euch jeweils die entsprechenden Anfangs- und Endwerte nochmal ein. Was ich hier auf den Bildern sehen kann, sind die Unterschiede bei einigen Einstellungen schon relativ hoch. Gerade bei den ersten beiden Doserpumpen ist da ein gewaltiger Unterschied. Das erste ist Calcium, das zweite ist Magnesium. Okay, Magnesium dosiere ich jetzt nicht, aber im Endeffekt muss man jetzt natürlich auch hingehen und wieder hochrechnen und auch darauf achten, ob die Gesamtmenge dann tatsächlich passt. In dem Fall wird es jetzt wahrscheinlich so aussehen, dass die Menge nach unten korrigiert werden muss. Da die Werte im Vorfeld jetzt eine andere Zeitspanne hatten, also sprich eine längere Zeitspanne, ist mehr reingepumpt worden, als wie jetzt tatsächlich sein sollte. Das heißt, wenn man jetzt nach der Kalibrierung hingeht und einen geringeren Wert hat, muss man natürlich darauf achten, dass dann die Gesamtmenge wieder nach oben korrigiert wird. So, ich habe dann jetzt alle drei Pumpen bzw. die Pumpen, die ich im Moment nutze, habe ich kalibriert. Und was jetzt natürlich auch noch wichtig ist, ist, dass ich jetzt auch hingehe und wieder dementsprechend die Durchgänge komplett befülle. Also sprich, hingehe, auf manuell drücke und dann die Pumpen und die Schläuche wieder komplett befüllen lasse, bis ich drüben höre, dass das dann dementsprechend ins Wasser plätschert. Das ist eine Sache, die muss ich jetzt nicht machen während des Films, mache ich jetzt gleich noch. Wir kommen jetzt noch zu einer Kleinigkeit, die euch auch interessiert, beziehungsweise auch von vielen schon gefragt wurde. Wie machst du das, dass du bis unten an die entsprechenden, sag ich mal, Kanister beziehungsweise an die Flüssigkeit rankommst? Dann nehme ich mir mal jetzt hier den KH-Kanister von mir. Und hier habe ich es so gemacht, dass ich einen, ja, das ist im Prinzip hier oben der Schlauch rein und das ist ein starres Stück hier. Und das geht genau bis runter auf den Boden oder bis kurz vor dem Boden. Und wie man das dann hier reinsetzt, dann passt das. Anders geht es natürlich auch. Das hatte ich vorher. Und zwar hier bei dem Calcium. Kann ich euch zeigen. Ich bin dann hingegangen und habe unten einfach nur per Kabelbinder ein kleines Steinchen dran festgemacht, das Ganze ein bisschen runter stehen lassen und dann beim Einsetzen anschließend darauf geachtet, dass das hier, normalerweise müsste ich mir jetzt hier noch eine Markierung dran machen, damit das nicht zu weit runterhängt. Das geht auch. So, das passt. Und so habe ich gewährleistet, dass ich auch an den letzten Rest im Endeffekt unten dran komme. Ja Leute, das war im Prinzip von mir jetzt das Thema zu der Dosierpumpe. Wie gesagt, jede Dosierpumpe ist ein kleines bisschen anders.
Die Evo 4 hier von Aquamedic und die Jibao ähneln sich. Wie gesagt, bei Aquamedic ist es, da haben sie das Display rausgelegt, aber von der Bedienung her ist es meiner Meinung nach, glaube ich, das gleiche. Kann ein oder zwei Kleinigkeiten geben, die unterschiedlich sind, aber das müsst ihr dann den entsprechenden Bedienungsanleitungen entnehmen. Sollten noch Fragen hierzu sein oder sollte ich irgendwas ausgelassen haben, schreibt es mir bitte runter in die Kommentare. Und ich denke, wir sind heute mit der entsprechenden Dosieranlage durch. Wie gesagt, nach Möglichkeit, wenn ihr größere Mengen an Material dosieren solltet, ist es immer grundsätzlich ratsam, über den ganzen Tag verteilt dementsprechend Dosierpunkte einzurichten. Wie gesagt, ich habe jetzt hier, ich gucke gerade eben nochmal nach, für den KH habe ich insgesamt 5 Dosierpunkte eingerichtet, die über 50 bis 60 Milliliter pro Einheit gehen. Die sind über den ganzen Tag verteilt, damit auch dementsprechend ich sag mal, der KH-Level gleich bleibt und nicht zu schnell auf einmal angehoben wird. Und das gleiche gilt natürlich für alle anderen Flüssigkeiten auch. Nicht direkt auf einen Punkt, sondern auf mehrere Punkte verteilen, damit es einigermaßen konstant bleibt. Gut, genug geschwatzt für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten was auch immer. Kann ich im Moment noch nicht sagen. Sollte euch das hier gefallen haben, lasst mir doch bitte den Daumen da. Und solltet ihr den Kanal hier noch nicht abonniert haben, abonniert ihn bitte, macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich mal wieder was raushaue. Wie gesagt, momentan ist recht unregelmäßig, aber ich arbeite dran. Und in diesem Sinne, schwitzt nicht so viel. Bis zum nächsten Mal, euer Viper. Ciao.